Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Online. So, wir wollen jetzt erstmal die Dragoon und Pikeniers Quest weitermachen. Dazu müssen wir mit wem sprechen? Mit ihm sprechen. Und wir sind wo? Wir sind da unten. Na toll. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal wieder zurück zu Camp Drachenkopf und dann mit Bruce Morn sprechen. Ich hoffe, er kann uns da weiterhelfen, damit wir eine wahrhaftige Dragonierin werden. So, irgendwie da hoch. Am besten hier durch das Tor, würde ich mal sagen. Na? Irgendwo hier. Bin ich hier falsch? Ist der hier unten irgendwo? Hä? Wo soll er sein? Aha. Am Hexenschlund. Also tatsächlich irgendwie hier runter. Da ist ein Weg. Huch! Irgendwie hier unten. Okay. Wo mag er denn da sein? Hier unter uns irgendwo? Bin ich hier richtig? Ah ja, da ist er auch schon. Hi! Eine einfache Abenteurerin wird zur Prüfung der Lanze zugelassen? Na, dann zeig mir mal, dass du diese Ehre auch wirklich verdient hast. Hier kommt dein Gegner. Okay, wer ist es? Ach, da hinten. Abgerichteter Thanatos. Na komm, schön zu mir, dann muss ich nicht da hoch in das Gebiet fliegen. Oh oh. Geschafft. Und jetzt? Aha, da ist das Icon. Es hat's gefehlt. Gar nicht schlecht für eine Abenteurerin, wohlgemerkt. Zeige Alberic deinen Dragoon-Kristall, damit er sich ein Bild von deinem Abschneiden machen kann. Ach so, so einfach war das. Dann dürfen wir wieder zurück, oder wie? Wieder zurück zu Alberic. Dann gehen wir erstmal wieder zurück zu Camp Drachenkopf. Und zeigen ihm den Kristall. Und reiten hier wieder durch die Schneelandschaft. Heute ist es nicht mehr so nebelig, das heißt, wir können ein bisschen mehr sehen. Und ich werde überholt. Ich bin einfach noch zu langsam in diesem Gebiet. Mit dem Verlauf der Quest werden wir aber auch hier schneller werden. So kann man wenigstens noch die Landschaft genießen, hier sich ein paar Monster anschauen. Da wird gekämpft. Naja. So, Alberic, schau dir doch mal meinen Kristall an. Bei Halone, dieses Leuchten, du musst einen vortrefflichen Kampf abgeliefert haben, dass deine Rechtschaffenheit in einem solchen Einklang mit dem Dragoon-Kristall resoniert. Die Kraft des Drachen, die in dir schlummert, hat eine neue Stufe erreicht. Trainiere weiter so fleißig und du wirst schon bald in der Lage sein, dich der nächsten Prüfung zu stellen und dich auf die unvermeidliche Konfrontation
mit Estinien vorzubereiten. Oho. Ausweichsprung. Du weichst physischen Attacken durch einen 15-Jahren-Sprung nach hinten aus und entfernst Gewicht und Fessel. Okay. Das heißt, die nächste Quest kriegen wir dann erst mit Level 40. Ja, hier geht's mit Level 40 erst weiter. Na gut, immerhin einen kleinen Skill dazu bekommen. So, die Hauptstory geht hier weiter. Ein eisiger Empfang. Falsch rum. In die Richtung müssen wir. Und dann suchen wir mal nach dem verwundeten Ritter. Wo mag der denn nur sein? Was? Wer? Wo? Warum? Schneewolf? Bin ich paralysiert gewesen? Na, no. So. Der verwundete Ritter. Was hat er denn gemacht? Erstmal müssen wir die Gegner hier noch besiegen. So, das habt ihr davon. Was ist denn mit dir passiert? Hm? Danke für deine Hilfe. Während meiner Patrouille sah ich eine verdächtige Gestalt in den Büschen. Doch als ich mir ihr näherte, wurde ich plötzlich angegriffen. Das waren ganz üble Gesellen. Heretiker, die gegen Ishgard aufbegehren und den Drachen dienen. In letzter Zeit werden sie immer dreister, aber ich hätte nie gedacht, dass sie sich bereits so nah an unsere Wachposten heranwagen. Verflucht seien alle Heretiker. Oh oh. Nur hoffentlich kann uns Lodovor jetzt trotz allem weiterhelfen. Immerhin haben wir ihm einen Gefallen getan. Mein Kamerad ist wohlbehalten zurückgekehrt und hat mir alles erzählt. Die Worte kommen mir nicht leicht über die Lippen, aber ich danke dir für deine Hilfe, Fremde. Versteh mich bitte nicht falsch, wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit und unser Vertrauen in die Göttin Halone. Doch wir erkennen ehrenhafte Taten wie die deine an. Als Dank stelle ich dir unsere Astrologin Edmel vor. Sie kann dir vielleicht bei deiner Suche weiterhelfen. Du findest sie in der Eingangshalle des Turms. Juhu! Also, Hilfe zahlt sich immer aus. Wer Hilfe gibt, bekommt auch Hilfe zurück. Wo muss ich denn langlaufen? Hier. Ja. Edmel, hallöchen. Du suchst nach einem Luftschiff? Ich fürchte, dabei können wir dir nicht helfen. Ich verstehe gar nicht, warum dich Lodovor zu mir vorgelassen hat. Wir beschäftigen uns hier ausschließlich mit dem Lauf der Gestirne, woraus wir Vorhersagen über die Aktivitäten der Drachen treffen können. Unsere Aufzeichnungen beinhalten daher hochsensible Informationen, die wir Fremden unter keinen Umständen zugänglich machen können.
Nun, ich will dir nicht verwehren, den Leiter des Observatoriums persönlich um Erlaubnis zu bitten. Er heißt Forlomort und befindet sich gerade ganz oben im Turm. Aber bitte mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Ja, man kann es ja trotz allem mal versuchen. Hier geht's ganz schön weit hoch. Noch höher. Es hört einfach nicht auf. Immer noch. nein. Noch höher. So. Ja. Da sind wir. Ein Luftschiff? Nein. Bei dieser Suche kann dir das Observatorium leider nicht behilflich sein. Wir sind hier mit höheren Dingen beschäftigt. Im Namen der Göttin Halono unterstützt das Observatorium den Heiligen Krieg gegen die Drachen. Solange wir unsere Erzfeinde nicht bezwungen haben, dürfen wir unsere Aufmerksamkeit auf keinen Fall von unserer heiligen Pflicht ablenken lassen. Hinfort mit dir! Hey! Seid gegrüßt! Mir ist zu Ohren gekommen, dass hier in der Nähe Heretiker aufgetaucht sind. Ist alles in Ordnung? Seid gegrüßt, werter Inquisitor. Ihr kommt gerade recht. Tatsächlich gab es einen Zwischenfall mit Heretikern. Lasst uns später darüber sprechen. Wie ihr seht, haben wir gerade Besuch. Sieh an, eine Abenteurerin aus der Ferne. Du musst mutig und stark sein, da du es unbeschadet bis hierher geschafft hast. Was führt dich nach Ishgard? Es steht dir frei, dich in unseren Landen umzusehen, doch erwarte keine Hilfe von uns. Ishgard hat genug eigene Probleme, da wollen wir uns nicht auch noch mit denen der anderen Stadtstaaten herumschlagen. Du wirst Ishgard keinesfalls in Probleme verwickeln, die uns nichts angehen. Haben wir uns da verstanden? Ja, meine Güte. Die sind aber nicht so gut drauf hier. Falls du eine Unterkunft brauchst, gestatte ich dir, dich hier im Observatorium aufzuhalten. Mehr kann ich nicht für dich tun. Naja. Yoshea hat alles mitgehört. Vielleicht weiß sie was. Im Observatorium für ätherische und astrologische Phänomene wartet Yoshea besorgt auf ihren Kollegen. Schon wieder einem, der irgendwas passiert ist. Forlomort darf das nicht wissen, aber ich möchte dich um Hilfe bitten. Mein Kollege wollte an einer Steilklippe östlich des Observatoriums einige Beobachtungen durchführen. Doch er ist schon viel zu lange weg. Dort treiben sich häufig Ixal herum, deswegen habe ich furchtbare Angst, ihm könnte etwas zugestoßen sein. Kein Problem, wenn ich dir helfe, dann wirst du mir ja auch helfen. Das ganz einfache Final Fantasy Prinzip. Oder generell das einfache Rollenspiel Prinzip. Oder überhaupt, so sollte es auch sein. So, raus wieder hier in die Kälte und in diese Richtung. Oh nein, ich bin hier runtergefallen. Mit dem vornehmen Astrologen sprechen. So vornehm ist er also. Hier sind wieder ein paar Ixal. An die kommen wir wohl nicht so vorbei. Wobei, der sieht uns nicht. Aber der sieht uns. Wobei, ihn brauche ich fürs Bestarium. Super. Wo ist er denn? Ach, hier. Der Ärmste. Was machst du denn hier, Mensch?
Na endlich kommt jemand, um mir aus der Patsche zu helfen. Ich war gerade in meine Beobachtungen vertieft, als die Ixal aufgetaucht sind und mir den Rückweg versperrt haben. Moment mal, du bist doch eine Abenteurerin, nicht wahr? Um ein Haar hätte ich mich mit jemandem weit unter meinem Stand abgegeben. Ich bin ein Abkömmling derer von Durrender. Mit Pöbel aus fremden Landen gebe ich mich nicht ab. Guten Tag, die Dame. Oh mein Gott, ich habe dir doch geholfen. Sei doch nicht so. Ich hätte dich hier auch einfach sterben lassen können. Na gut, mal schauen, was Yoshea dazu sagt. Und dann beruhigen wir sie noch ein bisschen. Dann mache ich hier mal ganz kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich vor ihr wieder. So, nachdem ich jetzt den weiten Weg der Treppen auf mich genommen habe, bin ich wieder hier oben im Turm angekommen und berichte Yoshea. Ah, ich habe schon auf dich gewartet. Mein Kollege ist sicher zurückgekehrt. Vielen Dank. Auch wenn er nicht gerade froh darüber war, dass ihn eine Abenteurerin gerettet hat. Er gehört zum Geschlecht der Durrender. Das ist eine der vier einflussreichsten Adelsfamilien in Ishgard. Sind dir die Schilde der Ritter im Hof aufgefallen? Darauf prangt das Wappen der Durrender. Ihnen ist das Observatorium unterstellt. Falls du hier in der Gegend weitere Nachforschungen anstellen willst, solltest du dich rechtzeitig bei ihnen vorstellen. Am besten sprichst du direkt unten in der Wachstube mit Portelaine. Er hat auch einen guten Draht zu den anderen Familien und kann dir vielleicht weiterhelfen. Okay. Vielleicht kann er mir weiterhelfen, wenigstens einer, der das dann tun kann. Wo ist er denn hier? Vor der Tür? Dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup. Porzellan, wo bist du? Hier unten drin? Ja, schön in der Wärme. Sei gegrüßt, Fremde. Ich soll dir die anderen Adelshäuser Ishgards vorstellen? Nun, dazu besteht eigentlich kein Grund. Aber wenn du mir einen Gefallen erweist, werde ich dir die gewünschten Auskünfte geben. Ja, meinetwegen. Nee, so. Portelaine, der für die Sicherheit am Observatorium zuständig ist, will dich darum bitten, gestohlene Waren zurückzuholen. Oh oh. Ein Transporteur, der in meinem Auftrag Waren zur Himmelswehr bringen sollte, wurde auf dem Weg westlich von hier überfallen. Er konnte entkommen, musste aber seine Waren zurücklassen. Die Räuber können mit dem Diebesgut noch nicht weit gekommen sein. Hol es dir zurück. Beeil dich bitte. Die Waren sind für die Himmelswehr bestimmt und die dort zuständige Ritterfamilie Heilenard erwartet eine zügige Lieferung. Wenn dem so ist, werter Herr, so werde ich dies nun tun. Hier. In diese Richtung. Da liegt schon mal etwas. Da auch. Und, da liegt auch noch was. Aber wahrscheinlich auch mit Gegnern. Ja.
Na, nicht paralysiert sein. Okay, gut. Dieb ist gut. Und dann geben wir das Ganze wieder zurück bei Port Elaine ab. Hallöchen, da bin ich wieder. Gut, dass du das Diebesgut sicherstellen konntest. Ich möchte dich bitten, die Waren zur Himmelswehr zu bringen. Aber lass uns zuvor nachsehen, ob alles vorhanden ist. Jo, 1, 2, 3. Bitteschön. Zum Glück scheint nichts zu fehlen. Ganz im Gegenteil, es ist sogar zu viel. An diese kleine Kiste kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht stammt sie aus dem Besitz der Räuber. Mysteriöse kleine Kiste. Sie ist an Ritter Fraschel adressiert, den vierten Spross der Familie Helenard. Merkwürdig. Mal sehen, was da drin ist. Ein Drachenaugen-Rosarium, das Zeichen der Heretiker. Wie kommt es in die Kiste? Es gab ja schon einige Gerüchte, dass mehrere Angehörige der Familie Helenard vom wahren Glauben abgefallen sind. Aber nicht doch Franchel, oder? Unter den gegebenen Umständen kann ich dich doch nicht wie vorgesehen zur Himmelswehr schicken. Franchel ist dort nämlich nicht irgendein kleiner Adliger, sondern der Herr der Festung. Für uns, die Ritter von Ishgard, ist es eine heilige Pflicht, mit allen Mitteln gegen die Drachen und ihre heretischen Anhänger vorzugehen. Ich werde umgehend die Inquisition über die Ereignisse in Kenntnis setzen. Okay. Gut, dass wir bei der Aufklärung des Falls helfen können. Caerilond. Caerilond, einer der Ritter im Observatorium, möchte mit dir ganz im Vertrauen über Franchel sprechen. Okay, bitte auf ein Wort, doch ich bitte um Verschwiegenheit. Port Elaine darf von unserer Unterredung nichts erfahren. Ich habe deinen Einsatz mit großem Interesse verfolgt. Du scheinst mächtig und vertrauenswürdig zugleich zu sein. Eine wahrlich seltene Kombination, deswegen wage ich es, mich dir anzuvertrauen. Seit einigen Jahren diene ich der Ritterfamilie Durendar, doch das war nicht immer so. Vor der Katastrophe galt meine Loyalität der Familie Helenard. Damals stand ich unter dem Kommando des jungen Adligen Franchel. Ich habe ihn stets als aufrichtigen, mutigen Mann erlebt, der sich im Kampf gegen die Drachen verdient gemacht hat. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass er ein Heretiker sein könnte. Ich bitte dich, sieh zu, dass nicht vorschnell über ihn geurteilt wird. Geh zu ihm und sprech mit ihm. Du findest ihn nördlich von hier in der Festungsanlage, die wir die Himmelswehr nennen. Sag ihm das Lösungswort, da fällt das Ö, das Losungswort Edelweiß. Na gut. Edelweiß. Da oben dürfen wir hin. Hier lang vielleicht? So. Und da aus dem Tor können wir raus. Okay. Da sind wir eben auch schon mal vorbeigedüst. Jetzt dürfen wir hier auch rein. Ist doch hier, oder? Nee, Moment. Da oben müssen wir hin. Hier hin. Ja. Hallo, Franchel. Ja, ich bin Franchel von Helenard. Wer bist du und was führt dich zu mir? Edelweiß führt mich zu dir.
Oh ja, bevor dieses Land von Schnee überdeckt wurde, erfreute sich meine Mutter an den Edelweißblumen, die hier überall erblühten. Da du das Losungswort kennst, kann ich wohl offen und ehrlich zu dir sprechen. Was hast du mir zu sagen? In einem Paket an mich lag ein Drachenaugenrosarium. Das ist in der Tat eine beunruhigende Nachricht, doch ich hatte so etwas schon seit längerem befürchtet. Das Drachenaugenrosarium ist das Zeichen für Heretiker. Daran erkennen sie sich gegenseitig. Dass es vermeintlich für mich bestimmt war, wirft natürlich Fragen auf. Ich versichere dir, dass weder ich noch jemand meiner Familie zu den Heretikern gehören. Vielmehr vermute ich, dass jemand unseren guten Ruf beschädigen möchte. Danke, dass du und Kari Lowe so viel Anstand besessen habt, mich um diese hinterhältige Intrige zu informieren. Im Gegenzug möchte ich dich nach Kräften unterstützen. Allerdings kann ich nicht viel für dich tun, solange ich unter dem Verdacht der Ketzerei stehe. Eins will ich jedoch tun. Ich schreibe dir ein Empfehlungsschreiben für einen Ritter der Familie Fortor, der das Camp Drachenkopf nördlich von hier verwaltet. Hosche Fraud ist sein Name. Er ist ein guter Freund von mir und zudem ist die Familie Fortor bekannt dafür, am ehesten von allen Ritterfamilien Ishgards mit Söldnern und Abenteurern zu kooperieren. Er kann dir sicher weiterhelfen. Die Familie Fortor wird auf jeden Fall im Add-on Heavensward sehr wichtig. Vielen Dank. Wo befinden die sich dann? Ach so, wieder zurück. Hierhin. Nach Camp Drachenkopf. Wir sollten auch mal unsere Rüstung reparieren. Reparateur war ja hier unten. Genau. Sicher ist sicher. Jetzt ist alles wieder gut. Und die Familie Fortin ist irgendwo hier links. Da. Hosche Freund. Hallo. Sehr gegrüßt, Abenteurerin. Hier in Camp Drachenkopf freuen wir uns stets über Besucher aus fernen Landen. Das ist doch mal ein schöner Empfang. Wenn ich mir deinen gestählten Körper so ansehe, musst du wirklich einen weiten Weg zurückgelegt haben. Was führt dich hierher? Ein Empfehlungsschreiben von Franchel? Er möchte also, dass ich dich unterstütze, solange ihm die Hände durch diese leidigen Anschuldigungen gebunden sind. Dem guten Franchel würde ich nie einen Wunsch abschlagen. Seine Freunde sind auch meine Freunde. Sag, wobei kann ich dir helfen? Endlich mal jemand, der uns hilft. Die Enterprise, Wenn das Luftschiff tatsächlich kurz vor der Katastrophe verschwunden ist, dann wird die Suche danach schwierig. Damals herrschte auch in Ishgard gerade Chaos. Du wirst dein Bestes geben müssen, um erfolgreich zu sein, doch verzage nicht. Beim ehrwürdigen Namen der Familie Fortorm gelobe ich, dich mit ganzer Kraft zu unterstützen, so wahr ich Hosche Fond heiße. Jo, dankeschön. Nächste Quest. Was gibt's denn hier für mich? Eine Leinenkulle? Ja, okay, das ist nett, sehr nett. Im Camp Drachenkopf hat Ritter Hosche Fond eine Bitte an dich. Bevor wir mit der Suche nach dem Luftschiff beginnen, habe ich eine Bitte an dich. Und zwar möchte ich, dass du gegen meine Ritter kämpfst. Ja, du hast richtig gehört, du sollst gegen sie kämpfen, doch nur um ihnen deine unorthodoxe Kampfweise zu demonstrieren. Ihr Abenteurer beherrscht ganz andere Techniken als unsere Ritter. Es kann nicht schaden, wenn sie diese am eigenen Leib erfahren. Davon könnt ihr ja auch nur lernen.
Sie werden dich vor der Westmauer treffen. Warte dort auf sie und du musst dich nicht zurückhalten. Das werden sie nämlich auch nicht tun. Schön. Hallo, Horsche Fond. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier mal wieder einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Rittern mal eine auf die Mütze geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Final Fantasy Online. Tschüss!